Hallo, liebe Filmfreunde, hier ist euer VHS82 mit einem neuen Media-Book-Unboxing-Video für euch. Und ich habe euch ja gerade im Event Horizon vorgestellt und noch ein weiteres Media-Book habe ich am 3.6. auf der DVD-Börse mitgenommen, auch ebenfalls bei Bretz Media, nämlich das Media-Book zu Phantomkommando. Ja, auch diesen Film habe ich wirklich jetzt schon sehr oft in meiner Sammlung, aber auch dieser Film ist so ein Film, bei dem ich auch mehr Videos haben möchte. Und ja, für dieses Mediabook auch richtig cool. Auch davon gibt es drei verschiedene Cover-Varianten. Hier sehen wir auf jeden Fall schon mal das Cover A, limited auf 999 Stück. Dann gibt es noch das Cover B, ist limited auf 555 Stück und hat eine Ähnlichkeit mit dem Steelbook von Zavi und auch das von Filmarity Collection von Fröslip. Deswegen wollte ich diesen Mini zu mir nicht beholen. Und dann gibt es noch das Cover C. Das Teil ist limited auf 333 Stück. Und auch das wird wohl noch in meine Sammlung wandern. Wann, kann ich euch noch nicht sagen. Aber davon wird es wohl auch kein Unboxing-Video geben. Wie gesagt, ich stelle euch das hier vor. Und das Cover C ist richtig cool. Hat auch ein neues Design. Dachte, es ähnelt zuerst ein bisschen an die Filmarity Collection Nummer, die Underbad-Version oder auch an dem Steelbook. Aber es schaut wirklich anders komplett aus und gefällt mir auch richtig gut. Aber das zeige ich jetzt auf jeden Fall mal. Wer das Cover C mal sehen möchte in einem Videoformat, dann einfach mal bei Cinemanuel vorbeigucken. Und es müsste, glaube ich, das Video sein von der Spaß auf der DVD-Börse in Nürnberg. Und da wird dieses Video, das ist im Mediabook auf jeden Fall vorgestellt. Link auch unten in der Videobeschreibung, wenn ihr euch mal das Mediabook auch mal genau angucken möchtet. Bei Bretz Media ist aber das Cover C ausverkauft. Noch Cover A und Cover B ist erhältlich. Auch da findet auch unten in der Videobeschreibung auch die Kauflinks dazu. Ja, auch den Film finde ich einfach überragend. Haben wir es mir vor kurzem angeguckt. Die Sprüche sind absolut geil. Coole 80er Jahre Action-Kracher. Gut, die nette Dame, die da mitspielt, nervt mich irgendwie extrem, ganz ehrlich. Die ist einfach nur als, ja, Tintenshow, ganz ehrlich, sage ich so dazu. Mehr ist die eigentlich zu nichts zu gebrauchen, ganz ehrlich. Aber der Film an sich hat einfach, ja, geile Action, geile Sprüche und kann ich mir das sagen, auch können wir immer wieder angucken. Cover A ist eben die Cover-Variante mit dem ganz normalen Kinoplakat, was auch schon auf der DVD-Version drauf war, wo ich mal gehabt habe. Und wollte ich auch die auch nochmal haben, ganz ehrlich. Und ja, würde mal sagen, wir machen einfach mal das Mediabook auf und gucken uns mal dann das Mediabook mal von nahen an. Der Film ist immer noch ab 18 Jahren freigegeben. Finde aber den Film jetzt gerade mal so schlimm. Und da haben wir dann das Covermotiv hier, Phantomkommando, Schwarzenegger und natürlich hier eben als Muskelpaket als John Matrix. Oh, kleiner Flüchtigkeitswille, da passiert aber dazu sehr mal nicht mehr. Ja, auf jeden Fall, Motiv finde ich schon mal sehr cool und würde mal sagen, wir gehen auf eine Ego-Perspektive gleich über und gucken uns mal dann das Mediabook genauer an. Bis gleich hinter der Kamera. Ja, hier nun das Mediabook von Phantomkommando in der Cover-A-Variante. Und hier komplett schwarz gehalten mit dem guten Schwarzenegger hier als Muskelpaket und angemalt in Kriegsfarben. Gestochen scharfes Bild, wie ihr seht, wirklich war Wahnsinn. Diese Flecken hier sind Flecken, hoffe ich mal, oder gehört mit zum Bild, hoffe ich. Und hier im Phantomkommando in einem roten, weißen Kästchen. Und hier haben wir das EDV-Logo auch drauf, 2-Disc Director's Cut, also hier ist auch der Director's Cut entschieden, nicht nur die Kinofassung, sondern wirklich alles beide. Und hier sehen wir auch schon mal dann das Spine und hier natürlich auch dann der Unterschied zwischen Event Horizon und Phantomkommando. Hier haben wir auch das EDV-Logo, dann das 20th Century Fox-Logo, unten eben dann der rote Punkt mit der Blu-ray-Disc und auch wieder hier eben das schöne Bild, wie es auch immer bei EDV ist, mit dem Covermotiv, was vorne drauf ist. Hinten drauf schauen wir uns auch gleich mal an. Hier eine Limitierungsnummer, was eben auch bei Event Horizon fehlt. Hier eben dann, wer diesen Film noch nicht kennen sollte, was jetzt aber jetzt mal hier nicht hoffe, einfach hier mal die Inhaltsangabe durchlesen. Noch ein paar Bilder zu dem Film,
auch hier gestochen scharfe Bilder, wie ich finde. Und haben wir hier dann noch dann die ganzen Extras. Einfach auch hier mal angucken. Hier haben wir Laufzeit von der Kinofassung 90 Minuten. Ohne Director's Cut geht 92 Minuten. Und auf DVD ist anscheinend nur die Kinofassung enthalten mit 88 Minuten Laufzeit. Denn hier steht leider nichts mehr dabei, ob da auch der Director's Cut enthalten ist. Extras haben wir auch noch, kann auch mal durchlesen. Und wie gesagt, meine Limitierungsnummer 843. Gut, wir schlagen hier mal auf und dann schauen wir uns mal das Mediabook mal genauer an. Und auch hier haben wir auch wieder ein richtig cooles Motiv. Und das Ganze schaut hier so aus. Phantomkommando ist hier die Blu-ray-Disc, hier EDV-Logo, FSK 18 und unser kleiner Bogen mit Blu-ray. Und hier haben wir dann das Booklet und wir sind ja auch bei dieser Verarbeitung von dem Booklet mal wieder auch eingeklebt, auch ein bisschen schief eingeklebt, weil eben auch hier wieder diese komische Ecke drin ist. Also mit Durchblick wird etwas schwieriger. Schwarze Ecke, Kommando, Director's Cut. Auch dieses Bild ist wirklich gestochen scharf. Seht ihr das? Wahnsinn! Richtig geil. Also klasse Arbeit. Auf jeden Fall. Auch dieses Bild hier, Wahnsinn. Hochauflösendes Bild. Genial. Und hier eben dann Phantomkommando oder die Erschaffung des männlichsten Films der Welt. Ja. Okay, wir blenden einfach mal durch. Wie es immer so ist, bei 84 Bild und Text wechseln sich schön ab. Auch natürlich aber coole Motive mit dabei. Auch natürlich hier die geile Szene zum Schluss mit den coolen Sprüchen. Kann ich einfach wieder sagen, genialer Film und macht immer wieder Spaß, diesen Film anzugucken, ganz ehrlich. Einfach cool. Auch hier die Bilder sind auch gestochen scharf. Wirklich wahnsinnig stark. Und hier eben dann die verschiedenen cool. Die ganzen Actionfiguren, wo es damals gab, auch sehr cool gemacht. Und ja, hier meine letzte Seite nochmal, Phantomkommando. Und dann haben wir hier nochmal die Blu-ray, die DVD-Version. Die ganze schaut hier so aus. Hier mit roten Bogen, DVD. Und ja, und auch hier das Hintergrundbild ist auch hier gestochen scharf. Richtig, richtig stark. Wirklich wahr. Macht echt sau viel Spaß, das Ding anzugucken. Ja, auch hier hinten geht es einigermaßen mit dem Kleben, aber hier sieht man schon eben die Klebebobbel, wie es festgeklebt wurde. Also da mit dem Festkleben müssen wir ein bisschen mehr anstrengen, 84, ganz ehrlich, weil das nervt mich extrem. Aber gut, ist nicht so dramatisch. Ja, das war das Mediabook zu Phantomkommando und wir gehen mal ganz kurz zurück zum Hauptschirm. Ja, das war das Mediabook zu Phantomkommando in der KVA-Variante. Wie gesagt, KVC werde ich auch noch bekommen, wahrscheinlich, hoffe ich zumindest. Und wie gesagt, bei Bretz Media könnt ihr auch auf jeden Fall KVA und KVB euch noch bestellen. Kauflink unten in der Videobeschreibung. Ich finde das Mediabook wirklich sehr cool gemacht. Vor allem gestochen scharfe Bilder. Buckel, wie gesagt, es wird ein bisschen blöd eingeklebt. Hab einfach mit immer irgendwie etwas Pech damit. Aber das ist eine richtig coole Veröffentlichung, einen richtig coolen Film, Kultfilm vor allem. Und wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, unbedingt mal angucken. Denn er ist einfach richtig cool, Action, coole Sprüche und macht einfach sau viel Spaß, diesen Film anzugucken, wenn der gute alte oder junge Arne hier die ganzen Menschen niedermetzelt. Das macht einfach Laune. Ja, das war's vom Mediabook von Phantomkommando. Ich hoffe, ihr habt wieder Spaß gehabt. Lasst mir Kommentare da, wie euch das Mediabook gefällt, wie euch der Film gefällt. Und man sieht sich beim nächsten Video. Ciao, ciao und bis.